Der Tamim ist immer noch unterwegs, ist diese Woche in der Konferenz. Nächste Woche ist er dann wieder da. Und zwar hatten wir letzte Woche die grafischen Verfahren kennengelernt, hauptsächlich das KV-Diagramm, um Minimierung von Funktionen zu machen. Und in dieser Vorlesung wollen wir auf tabellarische Verfahren eingehen. Zunächst auf das Quine-McCluskey-Verfahren und dann anschließend auf das Konsensusverfahren. Das Quine-McCluskey-Verfahren arbeitet vom Prinzip her ähnlich wie die KV-Diagramme. Man nimmt Terme, die sich in Variablen unterscheiden, zusammen, fasst sie zusammen, und man geht da aber von der Funktionstabelle einer Funktion zunächst aus. Und auch aus diesem Verfahren können wie bei den KV-Diagrammen sowohl die disjunktiven als auch die konjunktiven Minimalformen hergeleitet werden. Man nimmt bei den disjunktiven Formen die Primimplikanten, um die Minimalform herzustellen. Deswegen nimmt man hier die Min-Terme der Funktion. Wenn man die konjunktive Minimalform herleiten möchte, dann nimmt man natürlich genau entgegengesetzt die Max-Terme. Im Folgenden werden wir zunächst erstmal für die DMF das Quine-McCluskey-Verfahren kennenlernen. Das heißt, wir nehmen die Min-Terme der Funktion, die KMF geht analog, wenn man die Max-Terme dazu benutzt. Gut. Wir nehmen ein Beispiel her, an dem wir das Ganze erläutern möchten. Das heißt, wir haben hier eine Funktion, die hat fünf Eingangsvariablen. Sie hat Min- und Max-Terme und insgesamt 32 Belegungen. Jetzt werden wir hergehen, werden zunächst erstmal alle Min-Terme raussortieren, die mit der 1, und werden schauen, wie viele Einsen in jedem dieser Terme vorhanden sind. Das sieht dann so aus. Jetzt möchten wir mit diesem Verfahren die Primimplikanten bestimmen. Das heißt, wir nehmen diese Tabelle her, wie wir es gerade gesehen haben, und wir nehmen die Min-Terme heraus und ordnen sie nach der Wertigkeit der vorkommenden nicht negierten Variablen. Das heißt, wir tragen zunächst die Einser ein mit Gewicht 1. Das wäre der 2er und der 4er. Anschließend kommen die mit 2 Einsern hinzu. 5, 6, 10, 12 und 18. Die 3er und die 4er. Und diese Tabelle ist dann die Grundlage für das weitere Vorgehen in dem Verfahren. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Der zweite Schritt, nachdem man diese Tabelle aufgestellt hat, die Tabelle 0 der Ordnung. Wir suchen Ausdrücke, die sich nur in einer Variablen unterscheiden. Das kann man sich im KV-Diagramm so vorstellen, dass das zum Beispiel Einser sind, die in der Nähe nebeneinander liegen, die man zusammenfassen kann. Und wir fassen diese zusammen, indem wir die unterschiedlichen Variablen streichen. In diesem Fall gibt es dann einen Don't Care. Wir müssen dann natürlich nur Min-Terme miteinander vergleichen, die in benachbarten Gruppen liegen, weil es macht zum Beispiel keinen Sinn, einen aus der Gruppe 1 und aus der Gruppe 3 zu vergleichen, weil da wird es nie nur eine Variable geben, die sich unterscheidet. Die zusammengefassten Ausdrücke schreiben wir dann in eine nächste Spalte, wo da dabei steht, aus welchen Termen sie hervorgegangen sind. Und die Ordnung bleibt natürlich bestehen. Wenn wir dann diese zusammengefasst haben, dann werden die entstandenen Terme, wie gesagt, eingetragen, aus denen sie hervorgegangen sind. Die werden sozusagen gestrichen, weil die ja in den neuen Termen vorhanden sind. Was hier allerdings wichtig ist, wir vergleichen trotzdem immer noch damit, aber sie werden nicht als Primimplikant verwendet werden können. Nachdem dieses durchgeführt ist, haben wir eine neue Tabelle bekommen
Und wir führen dieses Verfahren jetzt so lange weiter durch, bis nichts mehr zusammengefasst werden kann. Und die Ausdrücke, die noch nicht gestrichen sind, die bilden dann die Primimplikanten. Es kann dadurch allerdings auch passieren, dass wir Ausdrücke zusammenfassen und es gibt den entsprechenden Term schon. In diesem Fall gehen wir her und nehmen einfach nur eine von diesen Möglichkeiten, weil es ja nur einen Primimplikant geben kann, auch wenn er genau gleich heißt. So, das sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben hier die Tabelle 0. Ordnung, 2 und 4, die roten mit zwei unterschiedlichen Variablen, die mit 3 und die mit 4. Und jetzt müssen wir diese zusammenfassen. Das heißt, wir schreiben die Tabelle für die erste Ordnung auf und wir vergleichen jetzt, welche dieser Terme mit den in der nächsten Gruppe zusammengefasst werden können. Das heißt, wenn wir die 2 hernehmen, die hat einen 1 an der Stelle 2. Der Term 5 kann in diesem Fall gar nicht benutzt werden zum Vereinfachen, weil es da zu viele Unterschiede gibt. Aber wir können zum Beispiel hergehen und den Term 6 zusammenfassen mit dem Term 2. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir schreiben auf 2,6, aus denen sind sie hervorgegangen. Und an der Stelle, an der sie sich unterscheiden, gibt es einen Don't Care. Wenn wir die 2 weiter hernehmen, kann man zum Beispiel mit der 10 zusammenfassen und mit der 18. Wenn man es mit der 10 zusammenfasst, dann haben wir hier an der vierten Stelle einen Unterschied. Dann haben wir hier einen Don't Care. Bei der 18 entsprechend. Das Ganze machen wir noch mit dem Vierterm. 4 in die 5. Kann man noch mit der 12 zusammenfassen, mit der 6 natürlich auch. Und dann wäre die erste Gruppe abgehakt. Wir haben gesehen, Term 2 und Term 4 tauchen hier komplett auf. Das heißt, die verschwinden hier aus der Liste. Also sie bleiben drin, aber sie werden gestrichen. Die Terme 5, 6, 10, 18 und 12 sind auch enthalten. Das heißt, die sind im weiteren Verlauf nicht als Primimplikanten zu benutzen. Nachdem die erste Gruppe fertig ist, gehen wir zur zweiten Gruppe über. Hier machen wir wieder einen Strich, dass wir wissen, okay, die unterscheiden sich zwischen Gruppe 1 und 2. Jetzt kommen die zwischen Gruppe 2 und 3. Jetzt gehen wir von der 5 aus. Die hat eine 101, kann zum Beispiel mit dem 13er zusammengefasst werden. Und zwar an der vierten Stelle. Und dann gibt es einen Don't Care. Das machen wir weiter. 6 und 14. Das heißt, die 5 ist nur mit einem verrechenbar. Die 6 mit der 22 unterscheidet sich in dem ersten oder in dem höchstwertigen Bit. 10 mit der 14 gibt in der Mitte einen Don't Care. 10 mit 26. 12 mit 13. 12 mit 14. 18 mit 22. Und 18 mit 26. Hier sehen wir auch wieder, wir haben alle Terme aus dem grünen Block hier untergebracht. Das heißt, die werden auch alle gestrichen. Wir ziehen wieder einen Strich für die nächste Gruppe und vergleichen jetzt noch die vier Min-Terme aus der Gruppe 3 mit dem aus der Gruppe 4. Sieht dann folgendermaßen aus: die 14 mit der 30. Weil die 13 hat zu viele Unterschiede. Die 22 mit der 30 gibt einen Don't Care beim vierten und die 26 mit der 30. Das heißt, wir haben eine Iteration von diesem Verfahren jetzt durchgeführt, haben damit die Quine'sche Tabelle erster Ordnung und jetzt machen wir das Ganze wieder. Das heißt, wir stellen die Tabelle zweiter Ordnung auf. Und wir schauen jetzt allerdings in diesem gesamten Block hier und nicht mehr in dem Block, der hier vorhanden ist. Was würde passieren, wenn jetzt hier ein Term noch nicht gestrichen wäre? Würde der in die Verrechnung von diesen Blöcken hier Einfluss nehmen? Wer ist dafür, dass der mit den hier verrechnet würde?
Wer ist dagegen? Ist ziemlich logisch, dass man die Terme, die hier stehen, nicht mehr mit denen hier verrechnen kann, von der 0. und 1. Ordnung, weil eben die Unterschiede zu groß sind. Wir haben hier schon eine Variable entfernt, dann kann es hier nicht mehr funktionieren, wenn wir hier noch eine Variable haben, wo alle Symbole drin vorkommen. Also fangen wir an. Wir haben den Term 2,6. Wir schauen jetzt nach einem Term in dem zweiten Block, der in der Mitte ein Don't Care hat, dann noch eine 1 und dann irgendwo noch eine 1 oder statt der 1 eine 0 und irgendwo anders eine 1. Das heißt, ein Don't Care haben wir hier zum Beispiel. Wir haben eine 1 dahinter. Das heißt, wir können Term 2,6 mit dem Term 10,14 zusammenfassen. Und es ergibt dann folgenden Term. 0, Don't Care, 1, 0. Das führen wir jetzt weiter. Term 2,6 geht mit dem Term 18,22 noch zusammen. Der hat hier ein Don't Care. Und damit wäre der erste Term abgehakt. Wir gehen weiter mit dem Term 2,10. Den kann man mit dem Term 18,26 zusammenfassen. Das ist der untere hier. Der unterscheidet sich 2,10 in dem vorderen. Gibt es hier vorne einen Don't Care. Dann gehen wir zum nächsten über, 2,18. Den können wir nicht mit einem der unteren verrechnen. Deswegen nehmen wir den 4,5er her. Der geht mit 12,13 zusammen. 4,6 mit 12,14. Und dann wären wir mit der ersten Kategorie fertig. Das heißt, jetzt schauen wir, welche aus diesem roten Block aus der ersten Ordnungstabelle mit dem grünen Block hier zusammenfassbar sind. Wir fangen an mit dem 5er. Es gibt hier zwar einen, der einen Don't Care hat, aber die unterscheiden sich nicht nur in einer Variablen. Das heißt, der fällt weg. Der erste, der hier auftritt, das ist der 6,14er. Den kann man mit dem 22,30 verrechnen. Dann der 10,14 mit dem 26,30er. Das ist der untere hier. Und zum Schluss noch der 18,22 mit dem 26,30er Term. Dann wären wir hier auch fertig. Wenn wir jetzt gucken, hier in dieser Tabelle sind im Prinzip alle Kombinationen wieder hier enthalten. Das heißt, wenn wir schauen hier, 5,13 taucht zum Beispiel hier auf, 5,13. Das heißt, wir können hier alle Terme streichen, die in dieser Liste hier vorkommen. Und, also ihr könnt es gerne nachprüfen, die sind alle in den hier enthalten. Und wir gehen jetzt zum nächsten Schritt über. Wie man hier sehen kann, ist es nicht mehr viel Platz, es wird der letzte sein. Wir stellen jetzt die Tabelle dritter Ordnung auf. Das heißt, wir nehmen jetzt die zweite Ordnung her und schauen, wie wir weiter vereinfachen können. Das heißt, der allererste Term hat 0, don't care, 1, 0. Den können wir mit dem letzten Term verschmelzen, indem vorne ein don't care reinkommt. Das heißt, dieser zusammen mit dem gibt ein don't care, 1, 0. Und es wird hier keine weiteren Möglichkeiten mehr geben. Wenn wir jetzt schauen, welche Terme hier, das heißt, wir haben den 2,6, 10, 14, der wird gestrichen. Wir haben den 18, 22, der wird auch gestrichen. Und jetzt können wir nacheinander durchgehen, welche von diesen wieder hier unten drin enthalten sind. Das heißt, 2,6, 18, 22 haben wir hier. 2,6, 18 und 22 ist enthalten. Wir haben 2,10, 18, 26, 2,10, 18, 26 und dieser Term, den nennen wir jetzt einfach mal Term A, werden wir sehen, der ist nicht in dieser Form in diesem Term enthalten. Das heißt, das wird unser erster Primimplikant sein. Der nächste, bei dem sieht es genauso aus. Der ist auch nicht in diesem Term enthalten. Und die roten drei, einer wurde schon gestrichen, die anderen beiden sind auch enthalten. Es bleibt also noch aus der dritten Ordnungstabelle der Term C übrig. So, was haben wir jetzt gemacht?
Wir haben mit diesem Verfahren aus den Mintermen der Funktion die Primimplikanten hergeleitet. Das ist natürlich noch nicht ausreichend, um dann eine disjunktive Minimalform zu bekommen. Deswegen müssen wir jetzt weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt diese Primblöcke das heißt, entspricht dann in Notation mit den Variablen e quer c b quer. Der 0 downcare 1 downcare 0 entspricht dann entsprechend e quer c a quer. Die Nuller werden invertiert. Und der letzte Term entspricht dann b a quer. Das heißt, hier haben wir dann im Endeffekt unsere Primimplikanten berechnet. Und damit ist der erste Schritt der Minimierung soweit erledigt. Jetzt müssen wir diese disjunktive Minimalform herleiten. Und das machen wir folgendermaßen. Wir müssen aus diesen Primimplikanten die minimale Anzahl herleiten, die die gesamte Funktion überdeckt. Und dazu nehmen wir die zweite quantische Tabelle her, indem wir in die die Implikanten eintragen, zusammen mit den Termen, die sie überdecken. Und da ist jetzt die Aufgabe, aus dieser Tabelle eine Überdeckung herzuleiten, zu berechnen besser gesagt, die die Funktion mit minimalem Aufwand überdeckt. Und da ist relativ wichtig, dass man die Kosten im Auge behält. Die Frage ist jetzt nur, was sind Kosten überhaupt in diesem Zusammenhang? Weil es kann zum Beispiel sein, dass es zwei Primimplikanten gibt, die man beide verwenden könnte. Und die Funktion wird trotzdem komplett realisiert. Welchen wählt man dann aus? Und das kann zum Beispiel die Anzahl der benötigten UND-Gatter sein, um diese Funktion zu realisieren. Es kann auch sein, dass UND- oder ODER-Gatter irgendwie anders gewichtet sind oder dass die Anzahl der Eingänge von einem Gatter eine Rolle spielt. Das kommt immer auf den konkreten Anwendungsfall dann an. Wir zeichnen also diese Tabelle auf. Zur Erinnerung, das waren unsere Terme. Wir haben den Term A, B und C. Die tragen wir in die Tabelle ein und oben alle Min-Terme. Und dann werden die Min-Terme angekreuzt, die von dieser Funktion, von diesem Primimplikant überdeckt werden. Das heißt, der Term A überdeckt 4 und 5, 12 und 13. Der Term B 4, 6, 12 und 14. Und der Term C überdeckt relativ viel. Wir nehmen den 2er, den 6er, 10er, den 14er, 18er, 22, 26 und 30. Und hier haben wir zum Beispiel als Kostenfunktion, wie vorher angedeutet, die Anzahl der UND-Gatter, die zum Realisieren benötigt werden. Das heißt, bei dem Term A und B kommen drei Variablen vor, das heißt, sie hätten die Kosten 3. Und bei dem Term C wären es nur 2, weil wir nur 2 Variablen hier benutzen. Gut, was fangen wir jetzt mit dieser Tabelle an? Wir müssen die sogenannten Kernprimimplikanten herausfinden. Das sind diejenigen, die auf jeden Fall in der Funktion drin sein müssen, damit die gesamte Funktion abgedeckt wird. Und die erkennen wir daran, dass in einzelnen Spalten nur ein x steht. Das heißt, dieser Min-Term, der auf jeden Fall realisiert werden muss, der wird nur von dieser einen Funktion abgedeckt. Das wäre hier zum Beispiel das a, weil es hier an der Stelle 5 nur ein Kreuz hat, oder es wäre c, das an 2, 10 und den ganzen anderen hier hinten dran nur als einziger diese Min-Terme überdeckt. Wir gehen jetzt vor, dass wir die Kernprimimplikanten hernehmen und alle Min-Terme streichen, die von diesem Term überdeckt werden. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel den Term C her
Und dann können wir streichen den Term 2, den Term 6, den Term 10, 14 und die anderen natürlich auch noch alle. Das heißt, hier zum Beispiel der Term 6, der ist für die Betrachtung nicht mehr relevant, weil der von dem Term C, der auf jeden Fall realisiert werden muss, auch schon abgedeckt wird. Als nächstes nehmen wir den Term A her. Der ist auch ein Kernprimimplikant. Den streichen wir mit blau durch. Das heißt, wir können hier die Spalte 4 streichen. Natürlich Spalte 5, die ist besonders ausschlaggebend dafür, dass es ein Kernprimimplikant ist. 12 und 13 auch. Wie wir hier sehen, haben wir alle von diesen Mintermen abgedeckt. Es gibt hier keine Wahlmöglichkeiten. Dementsprechend ist dann der Term für die disjunktive Minimalform eine Veroderung zwischen A und C. Das heißt, die minimale Überdeckung wäre erreicht durch B quer, C, E quer oder A quer und B. Hier nochmal die Bearbeitungsregeln. Wir hatten bisher nur den ersten Fall, wo wir die Kernprimimplikanten streichen und die davon überdeckten Minterme. Jetzt kann es vorkommen, dass irgendwelche Mehrdeutigkeiten auftreten, dass man wählen kann, zwischen was man welchen Term man realisieren möchte. Da sind, wie gesagt, die ausschlaggebenden Sachen, unter anderem auch wieder die Kosten. Aber man geht mit folgenden Regeln vor. Es gibt zwei unterschiedliche Dominanzen. Das eine ist die Spaltendominanz und die Zeilendominanz. Und zwar geht man folgendermaßen vor, dass man bei der Spaltendominanz alle dominierenden Minterme streicht. Also immer ein Minterm, der andere dominiert, wird gestrichen. Und bei der Zeilendominanz ist es sozusagen umgekehrt. Alle, die dominiert werden, werden gestrichen, aber nur für den Fall, dass sie nicht teurer sind. Wenn man dies durchgeführt hat, kann man wieder eine reduzierte Tabelle aufstellen und kann mit der weiterverfahren, falls notwendig. Das heißt, noch eine kurze Erläuterung, wie Spaltendominanz und Zeilendominanz aussieht. Das heißt, bei der Spaltendominanz möchten wir Terme entfernen, die andere überdecken. Das sieht dann zum Beispiel folgendermaßen aus. Wir haben hier eine Funktion, die hat 6 Primimplikanten und 6 Minterme, mi bis mx. Und von der Überdeckung sehen wir Folgendes. Wir haben hier die Spalte 1, die hat bei A, B und F ein Kreuz drin. Wenn wir das vergleichen mit der Spalte MJ, haben wir bei A und B ein Kreuz drin. Das heißt, der Term MI dominiert diesen Term. Er hat mehr Einträge als der andere, deswegen können wir den streichen. Was heißt, wenn wir einen dieser beiden Terme realisieren, ist das andere hier auf jeden Fall mit abgedeckt. Den Term MJ, den gibt es weiterhin nicht mehr. Also es gibt keinen, der das dominiert. Anschließend schauen wir uns den MS an. Da gibt es auch einen Term, der dominiert MS und das wäre der MU. Der hat hier einen Eintrag mehr bei D. Das heißt, diesen können wir auch streichen. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal anschauen mit den beiden letzten Mintermen, MW und MX, sehen wir auch wieder, MX dominiert MW. Das heißt, wir können MX auch entfernen. Das heißt, im Endeffekt hätte man diese Auswahl hier übrig. Wenn man jetzt mit der Zeilendominanz weitermacht, das sind Einträge, die gestrichen werden, wenn sie komplett in anderen Termen enthalten sind. Das heißt, wir haben hier die gleiche Tabelle. Wenn wir hier schauen, A ist zum Beispiel komplett in B enthalten. Das heißt, wenn wir B realisieren,
können wir auch A realisieren. Das heißt, wir können das A streichen. Wenn wir das C anschauen, ist genau der gleiche Fall, bloß andere Minterme. Können wir auch streichen. Jetzt schauen wir die beiden hier an. Der Term E ist komplett in dem Term D enthalten. Das heißt, den können wir auch streichen. Und jetzt haben wir noch den Term F übrig. Der hat hier ein Kreuz und hat hier ein Kreuz. Wenn man jetzt zum Beispiel B und D anschaut, zusammen würden ja die den Term F überdecken. Hat allerdings für diese Regel keine Auswirkung, weil der Term, wenn er gestrichen werden soll, komplett in einem Term enthalten sein muss. Was dann danach mit den Termen passiert, das ist wiederum der zweite Schritt. Das sind so die Regeln für die Dominanz, wie man diese Tabellen vereinfachen kann. Und jetzt gibt es aber einen weiteren Ansatz, den man zum Beispiel auch algebraisch in einem Rechner lösen könnte. Der Ansatz funktioniert mit der Überdeckungsfunktion, die wir nennen UF. Und wir haben jeweils Primimplikanten, nennen wir mal x, also in unserem vorherigen Fall wäre das a, b und c, und eine Variable w von Term x, die enthält, ob diese Funktion realisiert wird oder nicht. Das heißt, wir nehmen dann diese Überdeckungsfunktion her, wir stellen die auf, wir vereinfachen die und am Schluss können wir anhand dieser Variablen erkennen, welche Terme realisiert werden müssen. Wir gehen davon wieder aus von unserer Überdeckungsfunktion und das sieht dann zum Beispiel folgendermaßen aus. Wir haben hier den Minterm 2. Das heißt, wir hätten hier das WC, das wäre die Überdeckungsfunktion, das wäre W von C. Dann verknüpfen wir das Konjunktiv mit dem nächsten. Hier haben wir eine Wahlmöglichkeit, also haben wir WA oder W von C. Als nächstes kommt W von A. Hier haben wir wieder eine Auswahlmöglichkeit. W von B oder W von C. Als nächstes kommt der Minterm 10 dran, das wäre W von C. Gefolgt von WA oder WB. Beim Term 13 wäre das dann ein W von A, W von B oder W von C, gefolgt von 4 mal W von C. Und wie man hier schon sieht, kann man einige Sachen entfernen. Ja, bitteschön. Bei was genau? Okay, der erste ist A oder C, A oder B. Genau. Der nächste ist BC, dann ist auch wieder AB und dann BC, genau. Wie wir hier sehen, das ist ein schaltalgebraischer Ausdruck. Wir können dann zum Beispiel hergehen und diese Cs hier entfernen, weil die hier schon einmal vorkommen. Das Ganze schön aufgeschrieben, sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben hier die Überdeckungsfunktion nochmal aufgeschrieben und die zweite Zeile hier, das ist der vereinfachte Ausdruck. Wenn man die WCs und die WA hier streicht, was man dann macht, ist, dass man die Terme WC hier, wendet man das Distributivgesetz an, hier genauso. Dann erhält man die zweite Zeile. Hier wendet man wiederum eine Ausmultiplikation an. Und wie man hier sieht, man hat WA, WC und WA, WB. Gibt WA, WB, WC. Das Ganze zusammen mit dem zweiten Teil gibt WA, WC, WA, WC. Das heißt, wir können die Duplikate wieder streichen.
Wenn man WBWC benutzt, kommt wieder WA, WB, WBWC raus. Ist der gleiche Term, den wir hier schon haben. Und wenn man WBWC mit dem Term hinten verrechnet, kommt auch wiederum das gleiche raus. Das heißt, das ist unser vereinfachter Ausdruck aus der Zeile davor. Und hier kann man wieder das Absorptionsgesetz anwenden und dann bleibt am Schluss WAWC übrig. Und wie wir sehen, dieses Verfahren wendet die algebraische Umwandlung an. Es wird einfach ausmultipliziert sozusagen und es kommt auch hier das gleiche Ergebnis raus wie bei der zweiten Quantischen Tabelle zum Beispiel. Auch hier wieder, wir nehmen die gleichen Kosten an. Das heißt, für WA 3, für WC 2 und erhalten damit eine Kosten von 5 UND-Gattern für die Realisierung plus ein Oder-Gatter. Und die Minimalform hatten wir schon gesehen, es kommt genau die gleiche raus. Gut, jetzt haben wir dieses Verfahren gesehen und wie das so üblich ist, es gibt nicht nur ein Verfahren, um das zu machen, schon allein von grafisch und nicht grafisch, tabellarisch. Und ein weiteres Verfahren, um eine Minimierung zu machen, ist das sogenannte Konsensusverfahren. Die Konsensusblöcke, wie wir sie gleich kennenlernen werden, die habt ihr schon mal gesehen, und zwar im Würfelkalkül. Und wir gehen jetzt aber zunächst mal von diesem Beispiel hier aus. Das heißt, wir haben ein KV-Diagramm, wir haben zwei Primimplikanten, das ist hier AC quer. Wir haben hier einen, der ist BC, das sind die beiden hier. Und jetzt gibt es hier aber noch einen zwischendrin. Das ist AB. Wenn man jetzt die beiden Terme hernimmt, kann man diese erweitern zu dem Term, also wenn man sie oder verknüpft, AC quer oder BC ist genau das gleiche wie AC quer oder BC oder AB. Es ist nur der Fall, dass dieser Term hier minimaler ist. Diese Terme hier sind Würfel, wie wir sie auch im Würfelkalkül schon hatten. Und den Term AB, der hier hinzukommt, den nennt man Konsensusterm oder Konsensuswürfel. Der ist sozusagen der Konsens zwischen diesen beiden Primimplikanten AC quer und BC. Weiterhin ist zu beachten, dass man in diesem Ausdruck hier die Variable C zweimal sieht, und zwar einmal negiert und einmal nicht negiert. Das heißt, hier haben wir einmal die negierte Version und hier haben wir einmal die nicht negierte Version. Und das führt jetzt zu folgender Regel. Man kann das sozusagen als Erweiterung vom Quine-McCluskey-Verfahren sehen. Und zwar funktioniert das mit dieser Konsensusregel. Es gilt in beiden Fällen immer folgende Identität. Das heißt, wir haben eine Variable x, die Variable x hier, die taucht negiert auf. Und wir haben zwei Terme u und w. U und W, beziehungsweise im Fall von X oder W, beziehungsweise X quer oder U, Groß U, Groß W, einfach, dass keine Verwechslung entsteht, können erweitert werden, indem man die beiden Terme hinschreibt, so wie sie sind, und dann ergänzt um den Konsensusterm, indem man einfach die beiden Schaltfunktionen U und W konjunktiv oder disjunktiv verknüpft. Und wenn man eben in diesem Fall hier ist, dann sind U und W normalerweise Konjunktionen und in diesem Fall hier sind es normalerweise Disjunktionen. Ist aber irgendwie logisch, hoffe ich. Und für das Verfahren gibt es folgende Notation. Wir berechnen hier immer Konsensusterme und die beschreiben wir hier mit einem V jetzt für diesen einen Term mit so einem C, das durchgestrichen ist. Das heißt, dieser Konsensusterm UW
gehört zu XU, X quer W. Und die Schreibweise ist hier nochmal genauer aufgeschrieben. Das heißt, der Konsensusterm VC entspricht U und W. Und das wird hergeleitet, indem man XU mit diesem Konsensusoperator mit X quer W verbindet. Beziehungsweise im disjunktiven Fall äquivalent. Als Beispiel nochmal, wir haben hier unser AC quer oder BC und ergänzen das Ganze um den Konsensusterm AB, den wir hier mit V durchgestrichenem C notieren. Gut, wie verfährt man jetzt mit diesem Verfahren, beziehungsweise wie erzeuge ich diese Würfel überhaupt? Insgesamt arbeitet das gesamte Verfahren auf den Würfeln, die wir vorher bestimmt haben. Und wir haben jetzt folgende Definition von einem Konsensuswürfel. Den nennen wir C mit C und durchgestrichenem C. Das ist der Konsensuswürfel von zwei Würfeln C1 und C2, der nur dann existiert, wenn der Konsensus zwischen C1 und C2 nicht die leere Menge ist. Und diese nicht leere Menge nennen wir dann den Konsensuswürfel CC. Das heißt, in unserem Beispiel nochmal haben wir hier den Würfel C1, den Würfel C2 und der Konsensusterm VC ist dann auch unser Konsensuswürfel C. Was heißt jetzt mit das Konsensus überhaupt? Wir gehen von der Definition nochmal aus und anhand der Definition ist klar, dass es eine Schnittmenge zwischen beiden gibt. Das heißt, der Konsensuswürfel beinhaltet Teile von beiden. Das heißt, der Konsensuswürfel kann weder in C1 noch in C2 enthalten sein. Ist klar, wir wollen beide Würfel kombinieren, einen Konsens zwischen beiden finden. Dann kann der Konsens nicht in einer von beiden liegen. Das heißt, der Konsenswürfel C ist nicht Teilmenge von C1 und auch nicht von C2, aber er ist eine Teilmenge von der Vereinigung von beiden. Aber nicht notwendigerweise die gleiche Menge. Und es gibt natürlich auch keinen Würfel, der eine Obermenge von diesem Konsensuswürfel ist. Das Beispiel hier nochmal hatten wir schon gesehen. Und es gilt Folgendes, was wir schon erwähnt hatten. Wir haben hier den Term hier und den Term. Und die unterscheiden sich hier in C und C quer. Und immer dann, wenn wir zwei Würfel haben, die sich in genau einer Variablen unterscheiden, genau dann gibt es einen Konsensuswürfel. Und der Konsensuswürfel ist hier grünlich eingezeichnet. Jetzt wissen wir, wie diese Konsensuswürfel definiert sind. Wie konstruieren wir jetzt unsere Primimplikanten daraus? Wir gehen jetzt davon aus, dass wir zwei Würfel gegeben haben, C1, C2, mit jeweils n Elementen. Und es gibt eine Variable, die in beiden komplementär belegt ist. Die nennen wir jetzt hier C1i, C2e, wobei i natürlich zwischen 1 und n liegen muss. Und komplementär, das wisst ihr hoffentlich alle, heißt, eine ist 0 und eine ist 1 oder umgekehrt. Wir bilden dann den Konsensuswürfel nach folgenden Regeln. Der enthält natürlich auch wieder n Elemente. Die komplementären Elemente werden zunächst in C1 und C2 auf ein Don't Care gesetzt. Diesen neuen C1 und C2 Würfeln. Sieht dann folgendermaßen aus, wieder unser bekanntes Beispiel. Wir haben C1, C2. Der Unterschied ist hier in den beiden Variablen, also in der gleichen Variable. Wir führen hier ein Don't Care in beiden ein und wir bilden die Schnittmenge.
Was heißt jetzt Schnittmenge? Hier kommt als Schnittmenge 1, 1, don't care raus. Wie wir sehen, ist das AB, wie es auch schon im KV-Diagramm zu sehen war. Das heißt, überall wo zwei don't cares stehen, kommt ein don't care raus. Wenn wir jetzt irgendwo ein don't care haben und einen Variablenwert, also 1 oder 0, wird dieser Wert jeweils zu dem spezielleren verfügt. Weil das don't care ist eine Übermenge von 1 oder 0. Das heißt, damit wir die Schnittmenge bilden können, muss man aus zum Beispiel 1 don't care hier, gibt es eine 1. Und aus dem don't care 1 gibt es hier natürlich auch eine 1. Wenn jetzt irgendwo statt einer 1 eine 0 stehen würde, würde da eine 0 dabei herauskommen. Und wie auch schon vorher, unser Konsensuswürfel ist dann AB. Es gibt da bei der Zusammenfassung allerdings noch zwei Sonderfälle. Und zwar haben wir hier zunächst die allgemeine Regel. Was passiert jetzt, wenn U W impliziert? Das heißt, wenn U wahr ist, dann ist auch W wahr für alle Variablenbelegungen. Das heißt, wenn ich einen Term habe, U und W, kommt U dabei raus. Das wäre zum Beispiel, wenn man was hat wie C quer BA oder C quer und A, dann hätte man hier natürlich nur einen. Nur ein negiertes, sonst können wir keinen Würfel bilden. Das heißt, hier haben wir hier den Term U. Das ist unser Term W. Und wenn wir die zusammennehmen, dann wäre ja unser Konsensuswürfel UW. UW ist dann gleich BAA. Das ist dann vereinfacht BA. Und das entspricht dann wieder unserem U. Und das können wir ausnutzen, falls wir eine Kombination haben, dass U W impliziert, dass wir die Vereinfachung vornehmen. U W wird vereinfacht zu U und diesen Term kann man dann wiederum vereinfachen durch Absorption, das heißt X U oder U wird zu U und am Schluss bleibt der Term U oder X quer W übrig. Das heißt, dieser Konsensusterm absorbiert einen der Terme, der durch ihn, aus dem er entstanden ist. Und wir verkürzen dadurch insgesamt die Länge des Implikanten zu einem kürzeren Implikant. Ein weiterer Sonderfall ist, wenn U gleich W ist. Das heißt, wenn U wahr ist, ist auch immer W genau gleich wahr. Und dann ist klar, dass wir hier, ähnlich wie vorhin, U durch W ersetzen können oder W durch U. Das heißt, wir haben XU oder X quer U und dann kommt am Schluss nur noch U raus. Das heißt, beide Terme werden verschmolzen zu einem übergeordneten Term. Kann man sich im KV-Diagramm zum Beispiel so vorstellen, man hat hier ein KV-Diagramm. Man hat hier zwei Terme, 1, 1, 1, 1 und die beiden unterscheiden sich dann jeweils nur durch C oder nicht C, ansonsten sind sie gleich. Das heißt, insgesamt bildet sich daraus der komplette Block. Und das entspricht auch dieser Zusammenfassungsregel vom Quine-McCluskey-Verfahren. Also, dass wir zwei Blöcke, die sich nur in einem unterscheiden und sonst genau identisch sind, zusammenfassen können. Wir kennen jetzt diese Regeln, das heißt, wir bilden immer weiter diese Konsensuswürfel und streichen Würfel, die in einem anderen enthalten sind. Und wir fangen an mit einer beliebigen Menge von Implikanten, 1-Blöcken, und führen dann dieses Verfahren durch. Das sieht dann folgendermaßen aus.
Wir haben hier unsere Darstellung als Würfel, das heißt 1 Downcare 0, Downcare 1, 1, 1, 1 Downcare, was unser Konsensuswürfel ist. Und die sind alle Primimplikanten. Jetzt nochmal das Verfahren Schritt für Schritt aufgeschrieben. Das heißt, wir haben eine Schaltfunktion, die wir durch eine Menge von Würfeln beschreiben. Und für den Fall, dass wir Don't Care Stellen in diesem Würfel haben, werden diese in diesem Fall zu 1 verfügt. Don't Care wird zu 1 verfügt. Das heißt, wir gehen her, bilden aus zwei Würfeln den Konsensuswürfel mit dem Konsensusoperator, falls dies möglich ist. Wenn jetzt dieser Konsensuswürfel in keinem anderen Entwürfel enthalten ist, nehmen wir den zu unserer Liste hinzu und entfernen die Würfel, die in diesem Würfel enthalten sind. Abbrechen tut das Verfahren in dem Fall, wenn die Konsensuswürfel sich nur noch gegenseitig erzeugen können. Also wenn nur noch Würfel erzeugt werden können, die in sich gegenseitig enthalten sind. Gehen wir vom folgenden KV-Diagramm aus. Das heißt, wir haben hier drei Primimplikanten. Wir haben hier oben einen Don't Care in der oberen Ecke. Das ist A quer, B quer, C D quer. Das ist dieser hier, 0, 1, 0, 0. Wir haben hier einen, der ist B quer, C quer. Das ist dieser hier. Und da wir hier einen größeren, das ist der Don't Care 0, 1, 1. Die Variablenreihenfolge hier ist DCBA. Wir nehmen jetzt diese Würfel her und möchten dieses Verfahren anwenden. Das heißt, wir stellen die Würfel in einer Liste dar. Wir geben ihnen eine Nummer, also 1, 2, 3. Gebildet aus ist dann relevant für die Konsensuswürfel, die erzeugt wurden. Wir schreiben diese anderen Würfel, die wir initial bestimmt haben, in diese Liste hinein. Wir fangen dann mit dem zweiten Würfel an, das ist dieser hier, und vergleichen den mit noch nicht gestrichenen Würfeln. Wir bilden einen Konsensuswürfel, wir schreiben den ans Ende der Liste und alle Würfel, die im neuen enthalten sind, die werden dann gestrichen. Das heißt, wir nehmen diesen hierher. Wir fangen mit dem Zweier an und wir sehen, es gibt einen Term, in dem sie sich unterscheiden. In diesem Fall wird 0 durch Don't Care, 1 durch Don't Care ersetzt. Wir bilden die Schnittmenge. Das heißt, es bleibt übrig ein Don't Care 0, Don't Care 1. Sehen wir hier, er wurde gebildet aus 2 und 1. Dem geben wir die Nummer 4. Die Frage ist jetzt, welche Würfel sind darin enthalten? Der Würfel Nummer 1, der ist nicht in dem Würfel enthalten, weil der allgemeiner ist. Aber der Würfel 2 ist zum Beispiel im 4er enthalten und kann deswegen gestrichen werden. Wir machen weiter mit dem 3er Würfel. Den können wir auch mit dem 1er verrechnen. In dem Fall haben wir in dieser Stelle eine Differenz. Das heißt, wir haben hier das Don't Care. Hier haben wir den Fall Don't Care und 0 wird zu 0 verfügt. 0 und 0 bleibt 0. 0 und Don't Care wird wieder eine 0. Das ist der Term Nummer 5. Und wir sehen hier, dass der Term 3 in diesem Fall in Term 5 enthalten ist. Das heißt, hier haben wir wieder eine Enthaltung. Dieser Term wird gestrichen. Jetzt haben wir einen Term, der noch nicht verarbeitet wurde. Wir haben zwei neue Terme.
Das heißt, wir gucken jetzt, welche Kombination von 4, 5 und 1 einen neuen Würfel bilden kann. Das heißt, 4 und 1 geht nicht, da gibt es zu viele Unterscheidungen. 5 und 1 funktioniert auch leider nicht. Das heißt, wir schauen uns noch 4 und 5 an. Und hier sehen wir wieder, wir haben hier eine Differenz. Einmal 0, einmal 1. Wir haben Don't-Care-Stellen und Nullen. Das heißt, am Schluss steht hier ein Don't-Care. Jetzt kommt eine 0, 0, 0 dabei raus. Wird aus 4 und 5 gebildet. Jetzt sehen wir allerdings in diesem Fall, dieser Würfel ist spezieller als der Würfel Nummer 1. Der hat hier nämlich einen Don't-Care an dieser Stelle, an der Stelle von D. Was heißt dieser Würfel Nummer 6? Der ist in Term 1 enthalten. Was dazu führt, dass dieser gestrichen wird und Term 1, 4 und 5 übrig bleibt und das Verfahren hiermit terminiert. Unser Ergebnis ist damit, die Würfel Don't-Care 001, das ist Nummer 1, Don't-Care 0, Don't-Care 1, das ist Nummer 4 und Nummer 5 ist Don't-Care 0, Don't-Care 00. Gibt es dazu momentan erstmal Fragen? Gut, machen wir weiter. Hier sehen wir das Ganze nochmal im KV-Diagramm dargestellt. Das initiale Diagramm, erinnert ihr euch wahrscheinlich, war dieser Primimplikant, dieser hier und dieser. So. Und was wir jetzt aus diesem Verfahren bekommen haben, sind neue Terme und die Würfel sehen wir hier, der eine erstreckt sich über die komplette Länge und der andere wurde um ein Element erweitert. Wie man hier sehen kann, benötigt man den Würfel, der das Don't-Care oben enthält, nicht um um die Funktion zu realisieren. Jetzt funktioniert hier irgendwie. Genau. Diese beiden Würfel haben wir hier. Primimplikanten. Und die überdecken die Funktion komplett. Das heißt, den Term 0, Don't-Care 00, der ist für diese Realisierung nicht notwendig. Und das kann man hier zum Beispiel in einem KV-Diagramm ablesen. Wir haben jetzt gesehen, dass dieses Konsensusverfahren nur zur Bestimmung der Primimplikanten verwendet wird. Das heißt, nach diesem Schritt sind wir soweit, wie nach dem Schritt, dass wir die erste Quine'sche Tabelle gelöst haben. Und die minimale Überdeckung muss man dann anders lösen, wie zum Beispiel mit der zweiten Quine'schen Tabelle oder der Überdeckungsfunktion. Was kann man jetzt mit diesem Verfahren noch weiterhin machen? Man kann zum Beispiel überprüfen, ob eine Überdeckung alle Implikanten enthält, indem man alle Würfelpaare hernimmt, den Konsensuswürfel bildet und wenn dann nur Würfel gebildet werden können, die in allen anderen schon enthalten sind, heißt es, dass hier die Menge schon die komplette Funktion überdeckt. Und dass das alle Primimplikanten der Funktion dann wären. Eine andere Möglichkeit ist, wir nehmen folgenden Ausdruck her, D-quer oder C-quer, B-quer, E-quer oder E-quer, A-quer. Was man jetzt hier sehen kann, es gibt keine Variable, die nicht negiert vorkommt. Das heißt, wenn wir diese drei Terme hernehmen würden, sie in Würfel umwandeln, könnte kein Konsensuswürfel mehr gebildet werden, weil es keine Unterschiede in
den jeweiligen in einer Variable in allen Würfeln gibt. Das heißt, dass dieser Ausdruck bereits die Disjunktion aller Primimplikanten darstellt. Damit wären wir mit dem Konsensusverfahren jetzt mal soweit fertig. Jetzt gibt es noch ein weiteres Verfahren. Das nennt sich Nelson-Verfahren. Und das funktioniert ein kleines bisschen anders. Das heißt, bei der Verfahren nehmen wir die Min-Terme und nehmen die disjunktive Minimalform daraus und umgekehrt für die konjunktive Minimalform. Und hier ist es allerdings so, dass wir die Primimplikanten aus den Nullstellen gewinnen und die Primimplikate aus den Einsstellen der Funktion. Das heißt, wenn man die Implikanten berechnen möchte, so benötigt man eine Menge D0 bis DR aus Implikaten, die, wenn man sie konjunktiv verknüpft, die komplette Funktion beschreiben. Das heißt, unsere Funktion sieht dann so aus, y ist gleich D0 und D1 bis und DR. Wenn wir hier Don't-Care-Stellen haben, werden diese zu 1 verfügt. Das heißt, die Don't-Care-Stellen, wenn wir hier die Implikate benutzen, tauchen nicht in dieser Funktion auf, sondern wir wollen die dann später daraus berechnen und die Don't-Care-Stellen werden deshalb zu 1 verfügt. Wir gehen dann nachher und wenden das Distributivgesetz auf diese Funktion an, das heißt, die Veroderungen, wenn welche innerhalb der D sind, wandern sukzessive nach außen und zum Schluss bleibt dann die Disjunktion von Konjunktion übrig. Die boolschen Regeln, die man dazu benutzt, die kennt ihr. Die habt ihr alle schon gesehen. Wichtig dabei sind das Absorptionsgesetz. Das heißt, wenn eine Variable in einem Ausdruck zweimal vorkommt, x oder xy, absorbiert das x das y, auch wenn es außerhalb der Klammer steht. Das Idempotenzgesetz, das heißt, ein x und x wird zu x verfügt, ein x oder x kann in ein x umgewandelt werden. Die Komplementregel, x und x quer ergibt 0, x oder x quer ergibt 1. Und wenn man ein x oder verknüpft mit einer 0, bleibt das x übrig. Und wenn man es mit einer 1 und verknüpft, dann bleibt auch das x übrig. Und wenn man diese Regeln dann anwendet, entsteht, wie schon gesagt, die Disjunktion aller Primimplikanten. Das wollen wir jetzt an folgendem Beispiel mal durchführen. Wir gehen von folgender Funktion f aus. Die hat 3 Terme. Die Implikate x3 quer oder x2, x4 quer oder x3 und den Term x3 oder x2 quer oder x1. Jetzt wenden wir hier auf diese beiden Terme das Distributivgesetz an und halten folgenden Term. Das heißt x3 und x3 quer und x4 quer oder x3 quer und x3 oder x2 und x4 quer oder x2 und x3. Was wir hier sehen kann, ein Term fällt hier schon mal raus. Das ist der hier. Das ist die Regel, dass x und x quer immer 0 wird. Das heißt, in einem Oder fällt es einfach raus. Es wird also dieser Term gestrichen. Und wir wenden weiter das Distributivgesetz an, indem wir diesen Term x3 oder x2 quer oder x1 in den anderen mit reinziehen und erhalten folgendes. Zunächst das x3 mit allen, dann das x2, genau, erst diese 3 Teile mit x3, das ist die erste Zeile, zweite Zeile mit x2 quer, die dritte mit x1. So, hier kann man wieder einiges vereinfachen.
Zum Beispiel haben wir in diesem Term ein x3 quer x3. Das heißt, dieser Term fällt schon mal weg. Das gleiche haben wir hier in diesem Term auch wieder x2, x2 quer. Okay. Hier ist diese Absorption, das heißt x3 und x3 wird verkürzt zu x3 einfach. Hier haben wir wieder x2 und x2 quer drin stehen. Das ist in dem nächsten Term auch der Fall. In den weiteren Termen taucht das nicht mehr auf. Wir haben hier allerdings noch den Fall, dass wir nach dem Streichen x2, x3 übrig haben. Und wie man sehen kann, haben wir hier und hier x2, x3 und x4 quer übrig. Das heißt, dieser Term wird absorbiert. Und jetzt schauen wir noch, ob das noch woanders auftreten kann. Hier ist x2 negiert, hier taucht es gar nicht auf. Hier haben wir nochmal den gleichen Fall, x2, x3 und x1. Das heißt, diesen Term kann man auch streichen. Jetzt haben wir dieses Ganze vereinfacht. Wir schreiben das Ganze nochmal hin. Vier Terme bleiben übrig. Das wären x3 quer, x4 quer, x2 quer oder x3 quer, x4 quer, x1 oder x2, x4 quer, x1 oder der verkürzte Term x2, x3. Und das wäre dann unsere disjunktive Minimalform, die wir aus Implikaten hergeleitet haben. Gibt es hierzu Fragen? Okay. Wir haben gesehen, dass das Verfahren, wenn man von Implikaten ausgeht, Implikanten, Primimplikanten liefert. Und auch hier wiederum der Hinweis, wir haben hier nur den ersten Schritt durchgeführt zur Erzeugung der disjunktiven Minimalform. Und diese Primimplikanten, die muss man wiederum zusammenfassen zur Minimalform. Und das kann man wiederum machen mit Hilfe der zweiten quantischen Tabelle, der Überdeckungsfunktion oder mit Hilfe von KV-Diagrammen. Hier nochmal das bildlich dargestellt. Wir haben hier ein KV-Diagramm. Wir haben hier unten einen Nullblock. Wir haben hier einen Nullblock aus vier Nullen bestehend. Wir haben nochmal einen aus vier Nullen bestehend. Und wenn wir das Nelson-Verfahren anwenden, wird zunächst dieses Don't Key hier zu 1 verfügt. Das heißt, das taucht nicht in dieser Liste auf. Anschließend bekommen wir vier Blöcke raus. Und wie wir auch hier wieder dieses Don't Care umfassen, die sind wiederum nicht benötigt, um die Funktion komplett darzustellen. Das heißt, der Block hier x2 quer, x3 quer und der Block hier x2, x3, die werden dann benötigt, um die gesamte Funktion darzustellen. Das ist der eine Term, das ist der andere, die beide überflüssig sind. Wenn wir jetzt das umgekehrt machen möchten, das heißt die konjunktive Minimalform herleiten, dann gehen wir natürlich nicht von Implikaten, sondern von Implikanten aus. Wiederum eine Menge, die die Funktion komplett beschreiben muss, die dann konjunktiv verknüpft werden. Die Don't Cares werden in diesem Fall äquivalent oder dual zu Null verfügt und wieder Distributivgesetz angewendet, bis wir die Konjunktion aller Primimplikate als Ergebnis hier erhalten haben und dann wiederum den Minimierungsschritt durchführen durch eine Tabelle oder das KV-Diagramm. Das wäre es dann soweit zum Nelson-Verfahren. Gibt es hierzu Anmerkungen, Fragen?
Wir haben jetzt hier auf jeden Fall eine Übersicht über die vorgestellten Verfahren, die wir bisher gesehen haben. Das heißt, zuerst hatten wir das KV-Diagramm kennengelernt. Ihr habt das schon gesehen und ihr werdet festgestellt haben, dass wenn man mehr als 6 Variablen einzeichnen möchte, dass das ziemlich groß und unübersichtlich wird. Es dient dazu, zunächst die Primterme zu extrahieren und anschließend kann man aus dem KV-Diagramm auch wiederum die Auswahl treffen, welche Terme relevant sind oder nicht. Und alternativ kann hier natürlich auch die Überdeckungstabelle eingesetzt werden. Wenn man jetzt das Konsensus- oder das Quine-McCluskey-Verfahren hernimmt, die von der Arbeitsweise her ähnlich sind, dann ist hier eine disjunktive Form gegeben und man sucht die disjunktive Minimalform. Oder man geht von der konjunktiven Form aus und möchte eine konjunktive Minimalform erzeugen. Hier wird allerdings bei größeren Funktionen eigentlich nur die Überdeckungstabelle benutzt. Und wenn man jetzt das Nelson-Verfahren nochmal anschaut, gehen wir hier von der disjunktiven Form aus, wenn wir die konjunktive Minimalform erzeugen möchten. Wenn man die konjunktive Form benutzt, kann man daraus die disjunktive Minimalform erzeugen. Und auch hier wieder, bei vielen Variablen benutzt man üblicherweise die Überdeckungstabelle. Das hatte ich schon erzählt, bei kleinen Variablenzahlen ist KV-Diagramm sehr gut geeignet. Das Konsensusverfahren ist besonders geeignet für Rechner, vor allem da es seine Rechenzeit den Eingabedaten anpasst und immer wieder Elemente aus den Listen rausstreicht, die nicht mehr weiter betrachtet werden. Das heißt, die Liste der Würfel, die ist eigentlich immer relativ kompakt und wenn man weniger Würfel hat zum Erstellen von neuen Würfeln, ist es natürlich klar, dass das schneller funktioniert, als wenn man alle Belegungen betrachtet. Wenn man jetzt Quine-McCluskey und Konsensus betrachtet, ist es so, dass das Konsensusverfahren nur mit diesen Würfeln arbeitet. Und was ich schon gesagt hatte, die Streichung führt dazu, dass die Liste relativ kurz bleibt. Beim Quine-McCluskey-Verfahren ist das ja so, wir bilden alle möglichen Kombinationen aus diesen Eingangswerten. Und die wird immer so weiter kompaktiert, bis es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Konsensus, wie gesagt, betrachtet gestrichene Terme schon gar nicht mehr. Aus der Erfahrung raus von Personen, die das einsetzen, von Firmen, die das einsetzen, ist es so, dass wenn man Schaltfunktionen hat, wo viele undefinierte Teile oder viele Teile hat, die unvollständig sind, dass das da am schnellsten funktioniert. Wir erinnern uns daran, dass wir immer die Don't Cares, von denen wir nicht wissen, wie sie zu behandeln sind, zu dem Teil verfügen, den wir erzeugen möchten. Das heißt, diese haben keine Auswirkung darauf, wie viele Eingänge oder dadurch bläht sich sozusagen die Eingangsmenge der zu verarbeitenden Terme nicht auf. Beim Konsensusverfahren ist es dagegen umgekehrt. Wenn wir die Primimplikanten berechnen möchten, nehmen wir die Don't Cares hinzu zu den Einsern. Das heißt, unsere Eingangsmenge wird dadurch umfangreicher. Wenn jetzt doch nicht viele unvollständige Elemente in der Funktion auftauchen, dann ist es so, dass natürlich das Konsensusverfahren da auch eher wieder Vorteile hat, da, wie gesagt, die Eingangsmenge schnell kompaktiert werden kann. Genau. Mit diesem Verfahren, die wir hier gezeigt haben, kann man jetzt eine einzige Funktion mit mehreren Eingabewerten minimieren. Wenn jetzt euch aber so
einen modernen integrierten Schaltkreis mal anschaut, einen Prozessor, wie viele Millionen Transistoren da drauf sind, fällt einem sicherlich relativ schnell auf, dass es da nicht immer um eine Funktion geht, die man realisieren muss. Und da gibt es dann einen erweiterten Minimierungsansatz, die hergehen und versuchen, in mehreren Funktionen, die gleichzeitig realisiert werden sollen, gleichartige Komponenten zu finden, um die dann in allen gleich zu realisieren, was dann zu einer Reduktion von Kosten führen kann. Hier ist allerdings wichtig, dass die realisierten gemeinsamen Terme nicht notwendigerweise Primterme sein müssen. Das Ganze nennt sich dann auch Bündelminimierung. Und wir zeigen das jetzt mal am Prinzip von KV-Diagrammen, indem wir mehrere KV-Diagramme nebeneinander stellen und dann die sogenannten Koppelterme, die in beiden KV-Diagrammen auftauchen, herausfinden. Das heißt, wir haben jetzt hier beide Funktionen. Die Funktion U auf der linken Seite, die hat den Primterm A quer C quer und sie hat den Primterm unten und das wäre die Minimalform ohne Koppelterme. Wenn man davon isoliert die Funktion V betrachtet, hat die auch zwei Primimplikanten und zwar den Term AD, das ist der orangene hier, und den Term CD, das ist der Viererblock rechts unten in der Ecke. Das heißt, wir haben hier ohne Koppelterme die beiden Funktionen und wie wir sehen, hier grau eingezeichnet, es gibt zwei Teile, zwei Einsblöcke, die in beiden Funktionen vorkommen. Das heißt, wir können hergehen, können, wenn beide Funktionen zusammen realisiert werden müssen, auf einem Chip, hergehen, wir realisieren diesen Block hier, das ist A, D, C quer, der wird einmal realisiert und dann nehmen wir zusätzlich dazu den Term A quer, C quer und C, D und haben damit eine Reduktion in dem, was wir bauen müssen. Das heißt, wir haben hier die Funktion mit dem Koppelterm A, C quer D jeweils enthalten. Dieser wird nur einmal realisiert, diese Terme werden einmal realisiert, im Vergleich dazu, dass man hier C quer D und C, D separat realisieren müsste, was mehr Aufwand wäre. Wie schon erwähnt, wie wir auch gesehen haben gerade eben, müssen diese nicht Primimplikanten sein, diese Koppelterme. Und die können auch teilweise noch mit anderen Teilen in der Funktion vereinfacht werden. Es kommt aber auf die Funktion an, wie diese da weiter vereinfacht werden können. Falls jetzt diese Koppelterme gleichzeitig Primimplikanten sind, nennen wir diese auch Primkoppelterme. Gehen wir hier auf dieses Beispiel nochmal. Das heißt, wir haben hier die Funktion U, die hat den Term AD, das ist der hier, A quer C D quer, das ist der Term hier, und wir haben B C quer D quer, das ist der hier. Wenn man jetzt die Funktion V betrachtet, haben wir BD, das ist der lange hier. Wir haben A quer C D quer, das ist wiederum dieser hier. Wir haben AB, den zeichnen wir hier ein. Und wir haben A C quer D, das ist dieser hier. Und wir sehen hier, dass der Term A quer C D ein Primkoppelterm ist. Der kommt in beiden vor und ist in beiden ein Primterm. Hier kann man noch zusätzlich sehen, es gäbe zum Beispiel hier noch einen Koppelterm.
den man zum Beispiel realisieren könnte. Oder was zum Beispiel auch noch ginge, ist, dass man diesen hier hat. Da kommt es dann wiederum auch darauf an, wenn es jetzt mehrere Möglichkeiten gibt, was die Kosten für die jeweilige Realisierung sind, dass man dann das eine oder das andere auswählt. Bei Primkoppeltermen ist natürlich klar, dass die direkt und komplett einfließen. Hier der Primkoppelterm markiert. Allgemeine Problematik ist bei diesem Verfahren, dass diese Anzahl der Primimplikanten exponentiell mit der Anzahl der Eingabevariablen steigen kann. Und es kann bis zu 3 hoch n durch n sein, vor allem wenn es größer wird. Das Überdeckungsproblem, das man hier lösen muss, ist NP-vollständig. Das heißt, ihr wisst, was die Definition von NP-vollständig ist. Sie sind normalerweise sehr rechenaufwendig, vor allem wenn die Eingangsvariablen extrem großen Umfang haben. Es besteht dann hier auch relativ selten die Chance, dass man einen Algorithmus findet, der polynomiell mit der Anzahl der Eingangsvariablen wächst, da wir meistens exponentielles Wachstum von der Berechnungszeit haben. Und hier haben wir eine Möglichkeit, heuristische Verfahren einzusetzen. Heuristische Verfahren heißen heuristisch deswegen, weil sie zufällig Auswahlen treffen aufgrund von irgendeiner Bewertungsfunktion, die man diesen Verfahren normalerweise mitgibt. Sie haben allerdings den Nachteil, dass nicht notwendigerweise die minimalste Lösung gefunden wird. Möglicherweise tun sie das, aber nicht unbedingt. Der Vorteil ist allerdings, dass je nach Algorithmus entweder der Zeit- oder der Speicherbedarf natürlich deutlich akzeptabler ist, als wenn man jetzt ein komplett NP-vollständiges Problem mit einem kompletten Algorithmus lösen wollte. Bei der heuristischen Minimierung geht man dann so vor, dass man aus Erfahrungswerten oder Experimenten, die man durchführt, eine Heuristik bestimmt, die einem sagt, wie gut oder wie man eine Auswahl treffen müsste, um Terme zusammenzufassen. Und aus den Experimenten kriegt man dann Wahrscheinlichkeiten raus, wenn ich jetzt Term A mit Term B zusammenfasse, wenn sie so und so gestrickt sind, dann kommt sehr wahrscheinlich ein gutes Ergebnis dabei raus, dann tue ich das mal. Meistens hängt natürlich von der Heuristik ab, die eingesetzt wird, bekommt man sehr gute, wenn nicht sogar manchmal die beste Lösung bei sowas, ist aber nicht garantiert. Diese Heuristik, die entscheidet dann zum Beispiel, welche Implikanten oder Implikate zusammengefasst werden, damit man eine möglichst gute Lösung bekommt. Also das heißt zum Beispiel, wir haben viele Don't-Care-Stellen in dem einen und viele Don't-Care-Stellen in dem anderen. Und wenn wir es zusammenfassen, dann ist die Anzahl der Don't-Care-Stellen, die dabei rauskommt, größer als vorher oder sowas. Und genau diese Bewertung soll dann diese Heuristik liefern. Es wird dabei ähnlich vorgegangen, dass die Lösung direkt berechnet wird. Das heißt, es diese Auswahl wird umgesetzt, damit wird weitergerechnet und am Schluss, wenn das Verfahren durchgelaufen ist, hat man dann direkt ohne Nebenverzweigungen dann alle Primimplikanten. Und das führt ähnlich wie bei dem Konsensusverfahren dazu, dass der Speicherbedarf nicht alles mitschleppt, was man irgendwie berechnen kann. Wie schon erwähnt, die Heuristik bestimmt in dem großen Lösungsraum, wohin manövriert wird.
Und es kann dann natürlich passieren, dass in manchen Spezialfällen die Lösung, die dabei rauskommt, richtig schlecht ist. Also es kann wirklich passieren, wenn man eine Heuristik anwendet, man hat irgendein ganz komisches Problem, man wendet die darauf an und es kommt einfach eine Funktion raus, die einfach, wenn man schon drauf guckt, sieht sie aus, als ob sie einfach nicht passt, viel zu kompliziert ist. Kann man nicht verhindern. Es kann höchstens, ja, man kann höchstens hergehen und zum Beispiel die Heuristik nochmal drauf loslassen oder versuchen, eine andere Heuristik auszuwählen. Meistens ist es aber so, dass die Spezialfälle sehr gering sind und dann diese Abweichung von der optimalen Lösung meistens vernachlässigbar sind zu der Größe von dem Problem. Und hier haben wir noch ein paar Verfahren aufgelistet. Wer sich dafür interessiert, kann sich natürlich im Internet genauer noch durchlesen. Ein sehr bekanntes Verfahren, das früh entstanden ist in den 70er Jahren, war der sogenannte Mini-Algorithmus von IBM. Und als der damals erfunden wurde, lieferte er, man muss dazu auch im Vergleich sehen, dass die Rechenanlagen in den 70er Jahren natürlich nicht so mächtig waren wie heute ein Desktop-Computer teilweise schon. Aber damals auf den damaligen Anlagen war es möglich, damit schon relativ akzeptable Ergebnisse zu bekommen. Es gibt den sogenannten Presto-Algorithmus, der Anfang der 80er Jahre entwickelt wurde. Aber der bekannteste von allen ist der sogenannte Espresso-Algorithmus. Der wurde von IBM an der Berkeley University in Kalifornien entwickelt, also in Zusammenarbeit. Und Anfang der 80er Jahre war es halt soweit, dass die Systemintegration auf Chip-Ebene eine ganz neue Komplexität erreicht hatte und da nach neuen Wegen gesucht werden musste. Da kam dann dieser Algorithmus zu Hilfe und der wurde damals schon in kommerziellen Logiksynthese-Werkzeugen eingesetzt. Logiksynthese, ich weiß nicht, ob jemand sich mit FPGA-Programmierung schon auskennt, wird zum Beispiel in den Tools von Xilinx verwendet, wo dann aus einer Beschreibung, einer textuellen Beschreibung, alles Mögliche, auch Schritte, wie wir sie hier in der Vorlesung schon zeigen, durchgeführt werden, minimiert werden, um dann im Anschluss so einen Logikbaum zu bekommen, den man dann wiederum auf die Hardware bringen muss. Wir haben jetzt diese Verfahren kennengelernt, wie man von diesem Logikentwurf runterkommt auf eine Logikebene, die man realisieren kann. Allerdings sind es noch keine konkreten Elemente, die wir hier gezeigt haben. Das habt ihr auch gesehen, wenn man so eine NAND-Car oder eine NOR-Car-Form aufstellt. Da kann es gut und gerne irgendwelche Gatter geben, irgendwelche Funktionen, die von 3, 5, 16 Variablen abhängen. Es ist allerdings das Problem, dass man solche Gatter meistens nicht direkt bauen kann. Und dann muss man wieder Schritte anwenden, um diese Beschreibung, die man aus dem vorhergehenden Verfahren generiert hat, auf tatsächliche Elemente abzubilden. Und da gibt es dann Verfahren, zum Beispiel, die auf Pattern Matching in Graphen beruhen, die dann ganze Bauteilbibliotheken im Hinterkopf haben, die dann versuchen, möglichst optimal diese Zuordnung zu treffen. Und das ist jetzt aber nicht mehr Bestandteil dieser Vorlesung. Das ist dann, ich weiß nicht, ob es in der Informatik dazu eine Vorlesung gibt, aber auf jeden Fall bei E-Technik gibt es eine Vorlesung, wenn man das als Vertiefungsfach machen möchte, im Systems Engineering. Da gibt es dann auch eine Vorlesung, wo solche Verfahren mit erklärt werden. Und damit wäre ich dann heute fertig mit der Vorlesung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine schöne Woche.